BMW mit Joachim Winkelhock und Emanuel Naspetti. Uwe Alzen, Opel. Honda mit Gabriele Tarquini und Marco Werner. Fabrizio Giovanardi auf Alfa Romeo. Ricard Rydell, Volvo. Und Alain Menu, Renault. Für die Zuschauer ist es ein Fest, die beinharten Duelle um Punkte und Podestplätze hautnah verfolgen zu können und ihren Lieblingen zuzujubeln. Zu Zehntausenden pilgerten sie an die Rennstrecken, um ihren Motorsport live zu erleben. Auf die Audi-Piloten wartete keine leichte Aufgabe. Einen Durchmarsch wie 1996 würde es wohl nicht geben. Jeden im Team beschäftigte die Frage, wie stark würde der FIA-Beschluss die Audi A4 Quattro benachteiligen? Und wie viel stärker ist nun die Konkurrenz? Die Fahrer haben diese Gedanken kurz vor dem Start verdrängt. Sie haben nur ein Ziel: Gas geben und das Beste herausholen. In der Saisonhälfte gestaltete sich schwierig, obwohl in Italien und England bereits Siege gefeiert werden konnten und die Resultate in Deutschland das Optimum aus dem Gewichtsnachteil darstellten. Doch keiner resigniert. Vielmehr heißt es, jetzt erst recht. Professionell und präzise sitzt jeder Handgriff in der Pause zwischen den Rennen. Jeder weiß, was er zu tun hat, damit die Audi A4 bereit sind für den nächsten Einsatz. Die Fahrer haben wenig Zeit, neue Kraft zu tanken. Relaxen ist Trumpf, um sich mental auf die nächsten 100 Kilometer einzustellen. Die Reifen sind gewechselt, nur noch die allerletzten Handgriffe werden durchgeführt. Nur noch wenige Augenblicke sind es nun bis zum Restart.
Trotz der Siege in Italien, England und Deutschland und der Vizemeisterschaft in England und Belgien wurde Audi unter Wert geschlagen. Aber immer noch sehr viel besser als vor der Saison erwartet. Mehr war einfach nicht drin mit 95 Kilogramm Handicap. Audis Zukunft heißt nunmehr Frontantrieb. Die Fortschritte mit dem Entwicklungs A4 stimmen jeden hoffnungsvoll auf die Saison 1998. Der Abschied vom A4 Quattro und 17 Jahren Quattro-Technologie fällt keinem leicht. Da spielt natürlich sehr viel Wehmut mit, ganz klar. Vor allen Dingen deshalb, weil wir jetzt eigentlich unsere Technik auf dem Top-Level haben. Und jetzt muss man alles wegstellen, was man in den letzten Jahren entwickelt hat. Ich bin sehr enttäuscht. Meine Zusammenarbeit mit Audi begann 1981 mit einem Quattro. Und nun muss ich ein Stück meines Herzens weggeben, weil wir den Quattro nicht mehr einsetzen dürfen. Audi hat so einen hohen Standard der Technik erreicht. Es ist so schlecht und traurig, gezwungen zu sein, das zu verbannen. Der Audi Quattro war für mich schon ein großartiges Fahrzeug. 3 Jahre bin ich ihn gefahren und es ist ein wunderschönes Gefühl, dieses Auto zu fahren. Es wird sehr schön sein, gegen dieselbe Antriebsart kämpfen zu können, gegen die Audi mit Frontantrieb. Ich glaube, die Audi werden sehr stark werden. Sie haben noch ein bisschen Arbeit über den Winter, aber ich bin mir sicher, sie werden genauso stark sein wie mit dem Quattro.